Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Schön, dass wir heute so viele Teilnehmer haben. Freuen wir uns sehr drüber. Können wir es ja die letzten Male nicht so schlecht gemacht haben. Also herzlich willkommen an alle. Das heutige Webinar geht um das Thema Auslegung von Faltenbalken aus PTFE. Vorab möchte ich gleich schon mal sagen, wir haben immer wieder Frage- und Antwortrunden. Und wenn diese gerade nicht stattfinden, wäre es ganz schön, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind, dass es einfach zu keinen Störgeräuschen kommt. Ja, dann gibt es unten diesen F- und A-Bereich, da kann man auch eine Frage eintippen, wenn man jetzt vielleicht nicht selbst per Mikrofon dazukommen will. Genau. Damit sich hier keiner wundert, wir duzen heute. Ein paar von euch werden auch so schon im normalen Alltag, im Berufsalltag geduzt. Und die das dann im Anschluss natürlich nicht möchten, da sind wir dann auch wieder beim Sie. Aber heute ist alles ganz locker. Genau. Ja. Ja, also erstmal hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr über die ganzen bekannten Namen, die ich da in der Teilnehmerliste gelesen habe. Sehr viele Kunden, sehr viele geschätzte Kunden, auch einige von den Lieferanten und natürlich auch ein bisschen Wettbewerb. Das schmeichelt uns natürlich auch ein bisschen, dass sich der Wettbewerb ein bisschen was von uns abgucken möchte. Sind natürlich auch herzlich eingeladen und auch alle herzlich begrüßt von uns. Und wir werden natürlich jedes Mal ein bisschen besser. Die Anspannung ist schon etwas weniger. Und wie gesagt, wie der Matthias schon gesagt hat, wir haben beim ersten Mal abgefragt, wer geduzt und wer gesiezt werden möchte. Die Mehrheit war für du. Wir behalten das jetzt mal bei. Das gehört ja auch irgendwie zum Internet. Und ja, wenn man sich dann im Geschäftsleben dann begegnet, dann kann man ja dann überlegen, ob man dann beim Du bleiben oder zum Sie übergehen. Genau. Wieder. Nein, kann, genau. Ob man wieder zum Sie zurückkehren, so ist es eigentlich richtig. So, wir wollen das Ganze so in 60 Minuten durchlaufen lassen. Vielleicht, je nachdem, wie viele Fragen kommen, sind wir vielleicht auch bei 80 Minuten. Schauen wir mal. Es kommt so ein bisschen mal drauf an. Ja. Ich denke, eigentlich fast alle werden ihn kennen. Ja, also ich mache seit 20 Jahren eben mit Dichtungen und Plastikringelchen. Bin ich in der Weltgeschichte unterwegs, habe schon viel gesehen, auch viele Anwendungen, viele Branchen. Und man glaubt, manche meinen, ich wäre schon ein bisschen so ein Dichtungsexperte. Ich selber mag das nicht beurteilen, aber meistens finden wir eine Lösung. Ja. Ja, Matthias ist seit Zwei Jahren zwei bin ich Jahren bei dabei, uns. ja. Und er lernt schnell und ja, macht mir langsam Konkurrenz. Das ist auch in Ordnung so. Genau, unser Unternehmen in Alzenau. Kennt jeder, 50 Ja. Leute, Standort Nordbayern. Ja, wir haben alles: Vertrieb, Konstruktion und Dreherei. Jo. Unsere Kernkompetenz natürlich: Dichtungen, Führungen, Kunststoffe. Ich glaube, möchte da jemand was sagen? Hallo? Der Herr Brandner ist mit dem Mikrofon dabei. Hallo, Herr Brandner. Hallo. Hallo zusammen. Wären Sie so nett, um das Mikro auszuschalten, oder haben Sie eine Frage, Herr Brandner? Nein, ich habe keine Frage. Ich bin gerade dabei, es auszuschalten. Ah, alles klar. Wunderbar. Danke. Genau. Wir machen Sondergurken, also keine Katalogteile, immer wenn es schwierig wird, wenn es speziell wird, dann sind wir da der Ansprechpartner. Genau. So, gehen wir gleich mal in Medias Res. Faltenbalken aus PTFE. Die, die jetzt in der Branche Getränkeabfüllung sind, für die ist es natürlich alter Käse, aber am Ende kommen wir von Faltenbalken aus Elastomer, aus Gummi. Das ist der größte Teil des Marktes. Man denke nur an Automobil. Und es gibt eigentlich zwei Hauptargumente, wieso man Faltenbalken aus PTFE nimmt. Das ist einmal, wenn es eben chemisch aggressiv wird. Das erste Symbol oder wenn es und oder wenn es heiß wird. Das führt dann zu zwei wichtigen Branchen, nämlich Genau, die Lebensmittelindustrie, wo halt
mit hohen Temperaturen dann gereinigt wird oder halt Chemie und Verfahrenstechnik, wo wir halt aggressive Medien fördern. Genau. Ja. Also in der Lebensmittelindustrie werden jetzt weniger Säuren oder Lösemittel abgefüllt, sondern wir reden dann immer von Reinigungsprozessen und dann taucht natürlich auch die Hitze auf. Interessanterweise, sagen wir mal, gegenüber dem Elastomer-Faltenbalg könnten wir natürlich auch PTFE-Faltenbälge bei Kälte einsetzen. Wird wenig gemacht, aber sagen wir mal, bei Temperaturen unter minus 30 Grad werden auch Faltenbälge aus PTFE denkbar, weil Elastomer natürlich dann verspröden. Genau. So, wie kommt jetzt diese erstaunliche Eigenschaft von PTFE zustande? Die Wechselbiegefestigkeit, manche sagen auch Biegewechselfestigkeit, die eigentlich PTFE auszeichnet gegenüber den meisten anderen Thermoplasten. Das ist eine Eigenschaft, an die man sich als Konstrukteur erstmal gewöhnen muss oder herantasten muss. Vielfach hält man diesen Werkstoff gar nicht für in der Lage, sich so oft zu bewegen und denkt, er bricht vorher, aber erstaunlicherweise tut er das nicht. Und das hat seine Begründung in dem chemischen Aufbau. Wir haben, der ein oder andere kennt es vielleicht schon aus dem ersten Seminar, wir haben diese langen, unverzweigten Molekülketten, sehr, sehr lang, die aus sich heraus, die sehr stabil sind, aber die an die Umgebung kaum, an die benachbarten Moleküle kaum Klebkräfte abgeben, also sogenannte Van der Waals-Kräfte. Das heißt, wir haben ein weiches Material und das irgendwo schön gegeneinander verschiebbar ist. Ja? Das funktioniert allerdings nur bei weißen PTFE und wenn PTFE leitfähig gemacht wird, beispielsweise mit Rußpartikeln, die auch nur Nanometer groß sind, oder zig Nanometer vielleicht, dann ist es schon so eine empfindliche Störung von dem Gefüge, dass die Wechselbiegefestigkeit relativ dramatisch sinkt. Absolut reicht es oft aus für Anwendungen, im ATEX-Bereich beispielsweise, aber wenn ich jetzt einen Faltenbalg in hochbelasteten Anwendungen, ich sage jetzt mal Getränkeindustrie, mit Hüben, mit Anforderungen von 5 oder 10 Millionen habe, dann würde da jede schwarze Farbe oder jede andere Farbe oder sogar Füllstoffe wie Kohle oder auch ein Peak oder so, würde nach kürzester Zeit zum Ausfall führen. Das liegt eben daran, dass dann die Moleküle nicht mehr sauber aneinander abgleiten können. Ja? Ja. So, wir machen ja unsere Bälge nicht nur aus PTFE, sondern auch aus UHMWPE. Kann man auch sehr schöne Faltenbälge drehen. Wenn man es kann. Wenn man es kann, ist ein bisschen tricky, aber ich denke, wir haben es ganz gut umgesetzt. Haben wir hier einen zum Beispiel. Ja, das ist kein PTFE, sondern UHMWPE. Und diejenigen, die das letzte Seminar auch schön brav besucht oder auch nachträglich angesehen haben, die haben festgestellt, dass der Molekülaufbau von PTFE dem von UHMWPE ähnelt. Da ist statt dem wir haben einen Fehler hier drin, Matthias, in der Folie. Falsches Foto. Da haben wir die Wasserstoffatome drin. Da müssen natürlich die Fluoratome rein. Also das ist jetzt tatsächlich der Aufbau von UHMWPE, der im Prinzip genauso ausschaut. Also die Ketten sind dann ähnlich. Ist ein kleiner Fehler, aber es macht es natürlich auch authentisch. Ja, also UHMWPE natürlich sehr schwer zu bearbeiten wegen den Spänen. Aber für manche Anwendungen, die besonders druckstabil sind, ist es fast sogar der bessere Werkstoff. So, damit man sich da auch ein Bild davon machen kann, von diesem Aufbau, gefällt mir eigentlich die Spaghetti-Variante am besten. Also so Spaghetti al dente lassen sich da am ehesten vergleichen mit diesem Molekülverband. Also wir haben diese Kristallinen, diese amorphen Bereiche, das lässt sich ein bisschen verschieben. Wenn man mal so einen Topf Spaghetti, der gerade abkühlt, wenn man das in die Hand nimmt oder nehmen würde, es ist ja heiß, dann hat man so ungefähr das Gefühl, wie PTFE sich so verhält. Ja? Ja. Zum PTFE haben wir auch unser erstes Webinar gehalten.
Da kann man die Aufzeichnung auch nochmal finden bei uns auf der Webseite, wenn da noch Interesse besteht und man da vielleicht nicht dabei war. Genau, da kann man das nochmal nachholen. Und gibt es Fragen zur Werkstoffkunde? Weil ansonsten würde ich dann tatsächlich auch schon weitergehen zum Konstruktionsthema. Hier gibt es gerade einen Hinweis, wir sehen uns etwas verschwommen. Ist irgendwie mit der Scharfstellung von der Kamera? Ich glaube, es ist schon wieder in Ordnung. Das ist der Autofokus. Ich glaube, okay. Er hat uns wieder gefunden. Wunderbar. Dankeschön. Ja, danke sehr. So, also dann gucken wir weiter, Matthias. Wir kommen jetzt mal zur Art der Falten. Genau. Die einfachste Art und Weise, so ein PDFE-Faltenbalk herzustellen, ist den zu schälen. Also da ist wirklich die Drehlänge ist gleichzeitig auch die Blocklänge. Also der ist, wie man jetzt hier links sehen kann, wird das dann einfach hier eingeschält. Es ist nicht ganz die Blocklänge, also ein bisschen Platz würde man da noch lassen. Aber fast, ja. Er ist leicht zu bearbeiten, man braucht sehr, sehr wenig Material. Und der hat natürlich ein richtig gutes Verhältnis vom Durchmesser zum Hub. Also wir haben viel Hub für den Bauraum. Und ja, es ist nur ein Dehnen möglich. Ist ja schon damit gesagt, dass wir hier die Blocklänge, die Drehlänge ist. Und grundsätzlich macht man es auch so, dass dann die Faltenstärke etwas geringer ist als die restliche Wandstärke, also von der Innen- und Außendurchmesser. Genau, ja. Einfach die Kernwirkung, die da entsteht, auch ein bisschen in den Griff zu kriegen, sonst reißt da natürlich gerne ein. Ne? Genau. Wenn man dann hier reingeschnitten hat, sieht es dann im Ruhezustand, werden die natürlich schon ein bisschen plastisch verformt. Und da sieht man hier diese leichte Schrägstellung. Ja, vielleicht können wir da gerade mal auf Kamera gehen. Jawohl. Hey, man sieht uns ja sowieso, ne? Hier. Ja, Autofokus. Also das wäre jetzt ein geschälter Faltenbalk. Und an den Falten sieht man schon, dass es ein bisschen gekrümmt ist. Und was jetzt zur Blocklänge, was da auch an Hub möglich ist. Ja. Also das ist dann schon erstaunlich. Genau. Man würde es jetzt nicht weiter dehnen als diese 30 Grad. Ja, ist so eine Faustformel, die sich aus der Praxis eben ergeben hat. Wahrscheinlich funktionieren auch 40 Grad, nur auf Dauer ist es so eine ganz gute Faustformel. Es ist nicht auf finite Elemente begründet, sondern tatsächlich ein bisschen aus Erfahrung. Wenn nicht notwendig, muss man die Bauteile ja nicht unnötig quälen. Genau. Also für statische Anwendungen wären da auch sicher mehr möglich. Ja, das wäre jetzt so die Empfehlung, maximale Empfehlung für dynamische Anwendungen. Ja, üblicherweise arbeiten wir mit Faltenstärken bei Spitzenfalten von 0,4 bis 0,8 Millimeter. Aber wir haben auch schon Faltenlänge gedreht bis 0,2 Millimeter. Das ist dann schon so die Grenze. Aber 0,2 Millimeter ist auch schon verdammt dünn. Ne? Ja. So, ja. Die nächste, sagen wir, grobe Möglichkeit sind eben runde, gedrehte Falten. Das heißt, man entfernt Material mit einem Drehmeißel von außen und von innen. Klar, wenn es was zu reinigen gibt, Lebensmittel, Lackiertechnik, wird man immer diese Variante bevorzugen. Das ist auch die am meisten eingesetzte Variante, weil natürlich in Verbindung mit der leichten Abreinigbarkeit von PTFE ergeben sich da wunderbare Spülmöglichkeiten. Und mir ist noch kein Fall jetzt in der Getränkeabfüllung auch mit bekannt, auch mit faserigen Bestandteilen oder mit pastösen Medien, wo es nicht gelungen wäre, einen Faltenbalk mit runden Falten auch sauber zu kriegen dann beim Spülen. Also da hat man am Anfang, wenn man solche Teile einsetzt, immer ein bisschen Bedenken, aber die sind tatsächlich nicht von Also die haben sich nicht so erwiesen. Ja. Ja, also das ist jetzt natürlich, schaut primitiv aus, ja, gleichmäßige Falten oben und unten. Wieso macht man da keine Gimmicks?
Da kommen wir auch dann gleich später dazu. Wir wollen in der Bewegung, ist es notwendig, dass die Spannungen, die da entstehen, die Zug- und die Druckspannungen auch durch die Biegung, dass die gleichmäßig an der Wand entlang laufen können. Deswegen muss man sagen, hat sich jetzt an dieser einfachen Geometrie gibt es kaum was zu verbessern. Wir haben natürlich ein bisschen Varianten, da kommen wir auch später dazu, aber alles, was man so als Konstrukteur im Laufe seines Daseins an Verbesserungen reinbringen möchte, was auch ich die Erfahrung gemacht habe oder machen musste, ist eigentlich eher kontraproduktiv. Das heißt, auch die Innen- und die Außeneinstiche sollten nicht zu weit voneinander abweichen, weil man auch, was die Blocklänge betrifft, auch wieder Kompromisse eingehen muss. Und hier beim Dehnen sollte auch der Winkel zwischen den Flanken dann 30 Grad etwa nicht groß übersteigen. Ne? Die typischen Faltenstärken, die wir jetzt so haben, liegen so zwischen 0,4 und 1,2 mm. Wir haben auch 2 mm Faltendicke. Und die typischen Einstichbreiten von innen und von außen liegen so zwischen 0,4 und 3 mm. Wir haben auch Anwendungen mit 5 und 6 mm. Das ist aber dann sind Sonderfälle. So, jetzt die Frage, wieso parallele Flanken? Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Wir haben ein kleines Video. Also wir sehen jetzt hier eine Faltenbewegung. Und da, wenn man sich jetzt auf die äußeren, auf die inneren Radien konzentriert, dann sieht man, das ist natürlich jetzt idealisiert dargestellt, dass die jeweils auf demselben Durchmesserbereich bleiben. Also es findet partiell für diesen Kreisring, wenn man jetzt den betrachtet, kein Dehnen und kein Stauchen statt, sondern jedes PTFE, diskrete PTFE-Scheiben oder Ringchen bleibt im Durchmesser an seiner Stelle. Und das ist wichtig natürlich, wenn man sich das vergegenwärtigt, weil natürlich Teflon sich wenig dehnen und stauchen möchte, wenn man jetzt das mit Gummi vergleicht. Also merke an alle Konstrukteure, die Falten immer auch so konstruieren, dass die Flanken parallel sind, und man darf auch schon den Faltenberg so auslegen, dass er nicht im Blockzustand ist, sondern nicht nur gedehnt wird, sondern auch gestaucht wird. Und damit lassen sich größere Bewegungslängen erzielen, wenn man das Ganze in die Mitte setzt. Ja. Dazu Fragen. Genau, gibt es Fragen. Dann kommen wir zu einigen Beispielen, wo es vielleicht nicht machen sollte. Aber genau. Ich musste auch dazu sagen, tatsächlich sind fast alle, war ich an vielen Beispielen auch beteiligt. Also es handelt sich hier um Fehler oder, ja, nennen wir es mal, Entwicklungsweg, den ich auch beschritten habe. Und der sich aber im Nachhinein als vielleicht nicht so toll erwiesen hat. Wir haben hier Ausschnitte von Kundenzeichnungen. Also wir gehen davon aus, dass wir hier keine Geheimhaltungen verletzen, weil wir sagen natürlich auch nicht für welche, wir sagen jetzt auch nicht von welchem Kunden es ist, und wir haben auch sonst keine Maße drauf, und am Ende sind diese Konstruktionen ja auch jetzt nicht so prickelnd. Ja. Gut, es gibt natürlich Anwendungen, da funktioniert das, und da ist dann vielleicht auch einfach keine Änderung notwendig. Aber wir wollten das jetzt einfach mal nutzen, um einfach zu zeigen, was da auch so gemacht wird. Also hier ist jetzt die Überlegung, wir müssen ja nur Außenreinraum haben und Reinigbarkeit haben. Warum sparen wir uns nicht einfach den Raum innen, um, ich sage mal, eine kleinere Bauform hinzubekommen? Wir haben aber in dem Fall nichts gewonnen, weil wenn wir uns jetzt nochmal zurückerinnern an dieses Beispiel hier, dann sehen wir, dass wir es nicht einknicken können. Also die müssen ja gegeneinander nicht Platz stauchen. Haben. Genau. Genau, die müssen Platz haben, sich zusammenschieben zu können, und das ist ja hier nicht gegeben. Das heißt, wir wären hier schon auf Block und können nur nur strecken. Sogar noch schlimmer, genau. Also wenn man den jetzt natürlich schält, dann springt er auch nochmal ein Stück auf. Also es geht gar nicht so richtig auf Block zurück. Ja. Und die Bewegung außen, die kann natürlich nicht so fließen wie bei einer runden, wie bei einer gedrehten Falte.
Genau, das Spannungsverhältnis ist einfach nicht ausgeglichen. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, diese Falten zu drehen, dass man in die Mitte schält, sodass die beiden Flanken auch gleich dick sind. Ja. So, dann auch hier ein Beispiel aus dem Kuriositätenkabinett, sage ich jetzt mal. Ein Faltenbike, der mehrere interessante Features aufweist. Wir haben also einen Durchmesser, unterschiedliche Durchmesser von Falten. Von den ersten beiden, die sind größer. Die werden von links von einer Stützhülse nochmal unterstützt, die irgendwie auch Druckstöße dann auch aufhalten hätten sollen. Dann haben wir innen ein rechteckiges Profil. Wir haben eine Aufdickung innen und wir haben eine Aufdickung außen. Das heißt, am Ende bewegen sich natürlich nur die seitlichen Flanken und der Rest bleibt starr. Also man hat da ein Gebilde, was ausschaut wie ein Faltenbike, aber letztendlich trägt nur etwa die Hälfte zur Bewegung bei und die bleibt empfindlich. Ja, am Ende, wir haben das dann geändert und haben gleichmäßige Falten gemacht mit einer etwas dickeren Wandstärke und es funktioniert wunderbar schon seit etlichen Jahren. Ja. Aber natürlich möchte man als Konstrukteur auch hier was verbessern, wenn man mal ein Schadensbild hat und einen Druckschlag und sich Falten deformiert haben. Nun ja. Geht aber noch schlimmer. Eckig gedrehte Falten. Da haben wir natürlich, dann kommt noch die Kerbspannung dazu. Ist... Auch da sieht man wieder, dass die Flanken dünner sind als der Rest. Das kann man schon machen, ne? Hier war es halt nur, wurde es halt nur gelegentlich bewegt und das hat für die Anwendung getaugt. Der Kunde hat es auch so konstruiert, weil er hat es auch erstmal selbst so gefertigt und konnte es nicht anders fertigen. Und es wurde halt dann so übernommen. Nun ja. Aber zumindest mal was anderes. Das steht fest. Ja. Genau. Schräge Falten. Also dass das jetzt der gedrehte Zustand ist. Jetzt haben wir natürlich vorhin gelernt, dass wir im Außen- und Innendurchmesser keine große Änderung machen können, weil wir diese Elastizität wie beim Gummi, sage ich jetzt mal, nicht haben. Und deswegen ist ein Faltenbalk aus PTFE, der so aussieht, extrem steif. Also der lässt sich nur sehr, sehr schwierig bis gar nicht verformen, weil wir gehen mal hier weiter zu der Animation. Moment, Laserpointer ausmachen. Und hier haben wir ja keine Durchmesseränderung und bei diesen schrägen Falten, da müsste die ja sofort stattfinden. Genau, also da müsste jetzt noch sofort eine Durchmesserveränderung eintreten, nämlich die äußeren Bereiche müssten kleiner werden und die inneren Bereiche größer. Und natürlich habe ich auch so einen Faltenbalk mal herstellen lassen in der Anfangszeit meiner Beschäftigung mit den Teilen. Und das war dann lustig, weil das Ding, das war so steif wie ein Rohr. Also da bewegt sich gar nichts. Ja. Und das ist ja auch die Erklärung für diese maximalen 30 Grad. Genau, da wird der Tangens dann einfach entsprechend größer. Ja. Also es hat natürlich was mit Trigonometrie zu tun, also mit dem Tangens. Und irgendwo ist dann eine gewisse Grenze erreicht. So, das Ganze geht natürlich bei Gummi. Ja. Genau. Wir machen natürlich auch Elastomer-Faltenbälge immer wieder, wenn wir von Kunden auf gebeten, uns auch mit Elastomeren zu beschäftigen. Natürlich nicht gedreht dann, sondern im Werkzeug gespritzt. Da haben wir inzwischen auch ganz gute Erfahrungen. Und tatsächlich, da es sich natürlich um Gummi handelt, lassen sich hier schräge Falten konstruieren. Und das ist jetzt ein Beispiel. Und wir haben das mal ein kleines Filmchen vorbereitet. Wobei wir also sehen, dass hier die äußeren Bereiche und die inneren Bereiche sich fast in einem Kreisring begegnen. Ja, also das sind natürlich ganz andere Hübe möglich als bei PTFE. Wobei wir auch schon Gummi gedreht haben. Wir haben auch schon Gummi gedreht. Aber
Wir waren beide nicht an der Drehmaschine und haben nicht zugehört, wie Leute geflucht haben. Ja. Ja. Also macht man mal für Muster, dass man auch Elastgummi dreht. Ja, ist doch bei dem einen mit dem Staubsauger, da hatten wir mal so einen ganz groben Faltenberg. Ja. Okay, also Elastomer, spitze, schräge Falten, kein Problem. Gibt es Fragen zu irgendwelche Einwände, Fragen, Anregungen? Okay, alles klar. So, jetzt kommen wir zu unseren Beispielen. Wir haben hier insgesamt 8 Beispiele. Teilweise sind die von Prüfständen unserer Kunden, aber das Ganze zeigt nur unsere Teile. Ich flehe jetzt mal inständig alle Kunden und alle Justiziare unserer Kunden an. Sie mögen ein Auge zudrücken und mir das verzeihen, dass wir hier Teile in Bewegung sehen. Und wir sagen auch nicht, von wem es ist. Der eine oder andere wird sehen. Es möge uns gestattet sein, unsere eigene Technologie darzustellen, so wie wir sie eigentlich konstruiert haben. Also in der Regel sind es Konstruktionen von uns. Und deswegen nehmen wir uns das Recht jetzt mal raus, aufgrund unserer hervorragenden langen Zusammenarbeit. Vielen Dank. Noch geht es zahm los. Wir haben hier eine Animation, die wir selber erstellt haben. Es zeigt also kein Ventil. Und so ist kein echtes Ventil, sondern es ist einfach ein Fantasieventil. Und möglicherweise gehört es irgendwie zur Fülltechnik. Und wir sehen also hier einen eingebauten Faltenbalg. Der hat sogar Peak-Einspannung, Peak-Enden. Und der bewegt sich schön hin und her. Wir haben also eine Hubbewegung, eine Lateralbewegung. Das sind auch so 90% aller Einsatzfälle, vielleicht sogar noch mehr, wo einfach eine lineare Bewegung abgedichtet werden soll. Vielleicht kommen wir da an dieser Stelle auch zu den Vorteilen gegenüber einem Abstreifer. Man könnte das natürlich auch mit einem Abstreifer machen, einem Step-Seal, Glüttring, Mantelring, O-Ring, keine Ahnung. Wir haben hier tatsächlich keine Verschleppung von Medien. Also wir sprechen beim Faltenbalg, wie auch bei Membranen, von sogenannten hermetischen Dichtungen. Das heißt, theoretisch, physikalisch keine Verschleppung von Medien. Und das möchte man natürlich in Lebensmittelanwendungen haben, dass wir nicht irgendeinen Schmotter haben, der sich in einen Bereich reinzieht, der nicht regelmäßig abgereinigt oder von Produkt gespült wird. Deswegen, das ist so der Hauptzweck, Sinn und Zweck eines Faltenbalgs. Sonst könnte man hier natürlich auch wunderbaren Abstreifer machen. Wir haben tolle Abstreifer übrigens. Und die sind auch richtig dicht im technischen Sinn. Aber das würde natürlich ein Aseptiker heute niemals mehr durchgehen lassen. Ja. Also, Faltenbalg, Hubbewegung, ganz nett. Lockt jetzt niemanden hinterm Ofenrohr hervor. So, dann haben wir auch wieder eine Lateralbewegung, aber diesmal mit Elastomer. Und zwar dieser Faltenbalg, den wir vorhin gezeigt haben, da sehen wir schon, was der für einen Wahnsinnshub macht. Also das ist dann schon auch erstaunlich. So, wichtig ist auch bei der Gestaltung von Faltenbägen dafür zu sorgen, dass man den Innenraum immer be- und entlüftet, dass der Faltenbalg nicht kollabiert, weil natürlich da schon sehr viel Luft hin und her gepumpt wird oder eben anderes Medium. Wenn man das vergisst, dann lernt man das recht schnell. So, dann wird die Bewegung etwas komplexer schon. Wir also haben auch eine Winkelbewegung möglich, hier in dem Fall ohne Hub. Das war eine Stange, die in ein Ventil eingreift, also von außen wurde dann eine Ventilbewegung in einen Produktraum betätigt. Und ist auch hier gelungen, das Ganze hermetisch abzudichten. Wir sehen also ein Faltenbalg mit gleichmäßig gedrehten Falten wieder, die etwas chronisch zulaufen, um da das Ganze auch kollisionsfrei von den Falten hinzukriegen. So, dann haben wir hier eine Lateralbewegung. Das ist schon ein bisschen komplexer. Also wir haben zwei Winkelbewegungen, die sich überlagern. Ja?
Schaut schon auch ganz nett aus. Ja, da haben wir auch in letzter Zeit neue Erkenntnisse. Genau, die waren dieser Stelle natürlich nicht verraten. Ja. Also das ist dann doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Ja. Und da sind wir natürlich weit vorne dabei, denken wir. So, und tatsächlich auch diese Lateralbewegung, da ist PTFE, wenn man das richtige PTFE nimmt, wenn man es richtig presst und sintert, wirklich auch sehr robust und langlebig. Das ist teilweise echt kaum zu glauben, wie lange sowas hält. Wir haben auch Bauteile, PTFE-Bauteile, die auf Wechselbiegung beansprucht werden, die in großen Pumpen eingesetzt werden. Und unser Kunde verkauft die Teile nicht als Ersatzteile, sondern Bestandteil von der Maschine, der auf Lebensdauer ausgelegt ist. Das ist ungefähr so, man würde sich heute einen Mercedes kaufen und sagt, Reifenwechsel braucht man nicht. Also die nächsten 500.000 Kilometer reicht ein Satz Reifen. Und tatsächlich haben wir solche Anwendungen. So, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber wir müssen ja auch die Stunde voll kriegen. Wir sind zu schnell, halbe Stunde. Wir hoffen natürlich dann inständig auf Fragen, sonst sind wir zu schnell durch. So, hier haben wir Lateralbewegung und Rotation. Die Rotation versteckt sich hier ein bisschen. Also wir haben diese Welle hier in der Mitte, die sich in der Anwendung auch zusätzlich dreht. Das heißt, oben ist auch noch ein Radialwellendichtring, der noch interne Führung hat. Und wir haben hier eine Bewegung, die, also schon eine komplexe Bewegung, die Welle, die bewegt sich lateral und dreht sie auch noch gleichzeitig. Und wir haben das tatsächlich geschafft. Schaut natürlich auch lustig aus und man guckt es gerne an, finde ich jetzt. Also ist hier eine zweiteilige Lösung, die dann, die Rotation wird dann hier oben vom Dichtring aufgenommen. Genau. Und der, wie man sieht, ist natürlich beige, das heißt, der ist kompoundiert. Ist auch wichtig. Also weißes PTFE hat eine hohe Wechselbiegefestigkeit, haben wir gelernt. Aber wer im ersten Seminar aufgepasst hat, ist natürlich extrem verschleißfest. Das heißt, eine bewegte Dichtung ist in der Regel nicht weiß, außer im Labor oder im Laborbereich. Die wird immer gefüllt, damit sie eben die Verschleißfestigkeit bekommt. So. Also jetzt wird es immer komplexer. Jetzt haben wir was Heißes. ein Druckspeicher, einen hydraulischen Druckspeicher, wie er millionenfach eingesetzt wird, beispielsweise in der Heizungstechnik als Wasserspeicher. Ausgleichsbehälter, genau. Ausgleichsbehälter. Oder auch in der Mobilhydraulik. Also es geht darum, ein Medium, was unter Druck steht, Druckstöße abzufedern oder auch Volumenschwankungen in einem unter Druck beaufschlagten System. Bei Hydrauliköl ist es natürlich kein Problem, da gibt eine Membrane aus NBR. Bei chemisch aggressiven Medien, dann streichen natürlich, müssen die Gummisorten alle so ihre Segel streichen, einer nach dem anderen. Am Ende hat man nur noch FKM oder FFKM und diese Membrane mag tatsächlich da keiner mehr bezahlen. Deswegen war hier die Aufgabenstellung, die Membrane auch wieder durch PTFE zu ersetzen oder nennen wir es mal eigentlich Rollmembrane. Und gelungen ist dies durch Einstiche, die dazu geführt haben, dass also auch hier die Membrane beim Durchstülpen dann beweglich ist. Vielleicht nochmal die Folie vorher. Ich würde gerade mal die Maus übernehmen. Vielleicht nochmal die Erklärung dazu. Wir haben also jetzt hier die untere Kugelhälfte eines Kugeldruckspeichers. Die obere ist hier nicht dargestellt. Wir sehen hier noch den Ansatz, um das zu verschrauben. Hier drin hatte man vorher einen Gummiwulst. Da haben wir hier jetzt einen O-Ring reingesetzt. Der O-Ring wird eigentlich vergewaltigt hier drin. Ja. Das ist kein O-Ring mehr, das ist dann hier ein Profil. Aber das macht man auch, um da richtig dicht zu werden. Das Ganze wird hier von oben gehalten, von dieser metallen Ringwulst oder Ringnase. Hier unten ist der Anschluss. Der Druckanschluss vom Medium. Um das zu versteifen, haben wir hier nochmal einen Stahl. Sagt man dazu? Stahlkern. Stahlkern eingeschnappt.
damit das Vorspanngas, was sich hier befindet, meistens Stickstoff, diese PTFE nicht hier durch extrudieren lässt. Ja? So, und in der Anwendung kommt es eben hier zu Druckstößen, die gegen die vorgespannte, mit Gas vorgespannte Membrane drücken und die dann die Membrane verformen lassen. Nämlich so beispielsweise oder auch mehr oder auch weniger. Also dieser Kern, der findet sich tatsächlich dann irgendwo im Endstadium, im maximalen Hub auf dieser Linie wieder. Und wenn man jetzt hier jeden Punkt von der Membrane nimmt, von dem Faltenberg, dann sollte der sich nicht aus seinem Durchmesser groß bewegen. Nur dann funktioniert das Ganze. Also wenn man sich vergegenwärtigt, dass man PTFE nur wenig dehnen und stauchen kann, und dann kann man sich in der Membrane, oder in dem Fall natürlich, wir sind bei den Faltenbergen eigentlich, kann man sich da reinversetzen und versteht, wie so ein Faltenberg eigentlich funktionieren kann. So, dann haben wir noch was Spektakuläres, wo wir alles gegeben haben, unsere sogenannte eierlegende Wollmilchsau. Wir sehen hier nur das Teil, wir haben aus Kundenschutzgründen natürlich die Umgebung weggelassen. Oben haben wir tatsächlich auch Falten, die also von innen beaufschlagt werden. Deswegen sind wir hier vom Gesetz etwas abgewichen, dass die Einstechbreiten möglichst gleich sind. Die Einstechbreite von außen ist wesentlich schmäler, um etwas druckstabiler zu sein. Und damit ergibt sich auch eine Kraft natürlich nach unten, wenn die mit Druck beaufschlagt wird, die zusätzlich von der Feder, die von der Feder hier auch noch verstärkt wird. Und das ist ein Aktuator quasi, ein Kreisringkolben gleichzeitig, der hier von unten über diese beiden Dichtungen auch eine Beaufschlagung, eine pneumatische Beaufschlagung bekommt. Das Ganze wird hier vom Abstreifer nochmal abgedichtet. Wir haben Führungsflächen, einmal hier und einmal hier. Also dieses untere Gebilde bewegt sich natürlich rauf und runter, schließt dabei hier mit diesem Konus an einem entsprechend ausgeformten Kegelstange ab. Wir haben hier Abtopfnasen und oben die Anspannung, ganz wie gehabt, ganz normal. Also wir haben es tatsächlich hier geschafft, mehrere Funktionen in einem einzigen Bauteil zu integrieren. Den einen oder anderen Dreher haben wir natürlich damit zum Wahnsinn getrieben. Aber wir waren tatsächlich in der Lage, dieses Bauteil auch herzustellen. Das hat soweit funktioniert, meines Wissens nach, ging aber bis jetzt nicht in Serie. Der untere Teil ist natürlich verstärkt, damit als Compound ausgeführt. Und diese beiden Falten sind wieder in Weiß. Ja, damit sind wir eigentlich mit unseren Beispielen durch. Also wir sind hier natürlich immer bemüht, auch angrenzende Funktionen in so einen Balk mit zu integrieren, wenn es irgendwie Sinn macht und möglich ist. Da hat man dann natürlich sich Bauteile gespart und die Produktpiraterie ist natürlich ein großes Problem in vielen Branchen. Und je komplexer man natürlich so ein Teil macht und je wertiger, umso schwieriger ist es dann für diese Ersatzteilpiraten, den eigenen Service auszuboten. Und Service ist ein großes Thema heutzutage und die Serviceabteilungen funktionieren natürlich auch am besten mit eigenen Teilen. Also es bedingt sich irgendwo auch gegenseitig. Wenn der Kunde sich die Teile nicht anderweitig beschaffen kann, dann nimmt er in der Regel auch den hauseigenen Service. Also je komplexer, also die Bestrebungen sollten tatsächlich sein, die Bauteile komplex zu machen, da wo es natürlich auch am Ende Kosten spart. So, wir haben tatsächlich geschafft, innerhalb von 40 Minuten das Ganze zu machen, also auf den Punkt. Wir sind euch was schuldig geblieben, nämlich in der ersten Einladung stand drin, dass wir auch Einspannungen diskutieren und Verstärkungen. Ich habe es tatsächlich dann ausgegliedert in der Vorbereitung von dem Seminar und ein eigenes Seminar draus gemacht, was 2022 stattfinden wird.
weil ich das Ganze nicht zu sehr aufblähen wollte. Und wir haben, glaube ich, heute auch doch relativ viel Information rübergebracht, sehr viele Anregungen und wollten auch eure Aufmerksamkeit da vielleicht nicht überstrapazieren. Ja, also wie gesagt, nächstes Jahr geht es mit diesen Teilthemen weiter. Die Einspannungen betreffen natürlich auch Membran oder andere Bauteile und da werden wir uns wieder ein bisschen was einfallen lassen. Für heute sind wir mit den Faltenbälgen durch. Bis jetzt hat sich ja noch keiner getraut. Ich hoffe, das ist auch technisch bis jetzt noch funktioniert. Das Fragen. Ja, also. Also entweder alle sind geflasht und erstarrt oder wir haben alles. Oder eingeschlafen. Eingeschlafen oder komplett restlos erklärt. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Soweit alles gut. Ja. Danke sehr. So. Ja, ihr habt schon gemerkt, ich habe viel zu erzählen. Und deswegen habe ich jetzt auch meinen Blog gestartet. Wir haben, glaube ich, inzwischen schon 5 Blog-Themen. 4 oder 5. Das befruchtet sich auch ein bisschen gegenseitig. In den Blogs finden sich auch andere Aspekte, andere Themen. Ist jetzt der Hinweis, dass da natürlich auch jeder reingucken darf und sich Anregungen holen darf. Und wenn es Fragen gibt, dann einfach mir eine Mail schicken oder mich auch anrufen. Also meine Mobilnummer steht tatsächlich, glaube ich, auch im Internet, oder? Schon. Ja, die hat auch jeder. So. Wir machen dann weiter mit. Für dieses Jahr waren ja 4 Webinare vorgesehen. Wir haben aber die nächsten Themen auch schon festgelegt. Ich werd euch das jetzt ersparen, alle vorzulesen. Ja, aber da freuen wir uns natürlich drauf. Vielleicht gibt es auch schon die eine oder andere Anregung, was wir mit einbringen sollen oder was es vorab für Fragen gibt. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir da schon Inspiration bekommen. Genau. Wir wollen es in dem Stil so weitermachen, also alle Vierteljahr ein Webinar. Mal schauen, wie lange wir das durchhalten. Und die Blogs natürlich mit vielleicht etwas unregelmäßiger und vielleicht auch in einer höheren Frequenz. So, hier. Unser IT-Mann im Hintergrund hat schon mal den Link auch mal durchgeschickt. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Würden uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und ansonsten gerne auch immer telefonisch oder per Mail. Jawohl, da kommen noch Nachrichten rein. Ah, gibt noch was? Vielen Dank. Danke, danke. Jawohl. Also, danke fürs Zuhören. Und schönen Tag noch. Ciao.